Ankunft des Vizekanzlers am Seiteneingang der IHK in Nürnberg. 100 Meter davon entfernt, am Hauptmarkt, der lautstarke Empfang. Egal wo Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aktuell auftaucht, ein herzliches Willkommen gibt es fast nirgendwo. Stattdessen Buhrufe, Pfeifkonzerte und Forderungen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Politik sich mal hinterfragt, warum das Ganze so ist. Und deswegen auch dieser lautstarke Protest, ja. Ich denke, dass es schon beeindruckend ist, wenn so Leute auf die Straße gehen. Wir haben jetzt die ersten Erfolge gehabt mit der Stilllegung. Mit der 4%igen Brüssel hat es jetzt auf die Länder übergeben. Und der Habeck und Co. Özdemir und die Frau Lemke sind jetzt gefordert, uns Bauern das 1:1 übergeben, was Brüssel vorgegeben hat. Wir sind Nebenerwerbslandwirte und da hoffen wir uns, dass die Regelungen, die jetzt noch offen stehen und zum Verhandeln sind, auch noch zurückgenommen werden. Nicht nur Landwirtinnen und Landwirte haben sich an dem Protest beteiligt, sondern auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Hotel- und Gaststättenverband. Laut Polizei haben sich zur Demonstration am Hauptmarkt rund 350 Teilnehmende versammelt. Der Veranstalter spricht sogar von bis zu 1200. Die Demonstrationen bleiben auch Gesprächsthema beim Bürgerdialog im Haus der Wirtschaft, direkt nebenan. Es ist eine Zeit mit großen Veränderungen und auch in der Tat vielen Zumutungen für viele Menschen, dass man demonstriert, unzufrieden ist, Sorgen hat, vielleicht Zorn ausdrücken will, vielleicht aber auch einfach nur zeigen will, hört mal auf mich oder ich fühle mich nicht gesehen. Das ist erstens legitim und zweitens eine Errungenschaft dieses Landes. Ich komme gerade aus den ostdeutschen Bundesländern. Die Freiheit zu demonstrieren war der Sinn der deutschen Einheit im gewissen Sinne. 100 Plätze wurden für den Bürgerdialog von den Nürnberger Nachrichten verlost. Mehr als 800 Bewerbungen hat es gegeben. Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger drehen sich zum Beispiel um die Energiepreise oder den Fachkräftemangel. Draußen bei der Gegendemo sind die Kritikpunkte teilweise etwas anders. Konkrete Forderungen sind, man muss darüber nachdenken, dass wir eine miserable Standortpolitik hier haben, will heißen, wir haben die höchsten Steuern, wir haben die höchsten Kosten auf Energie, wir haben die höchste Bürokratie in Europa, wir sind dabei, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Außerdem, was die Kosten der Unternehmen anbetrifft, sollte die Regierung einmal anfangen zu sparen. Da meine ich insbesondere bei den Sozialleistungen, ich meine bei der Einstellung von Beamten. Diese Sorgen sind wohl auch beim Bundeswirtschaftsminister nach dem Besuch in Nürnberg angekommen. Eine Unruhe, wohin das Land geht, wie diese Zeit mit diesen vielen Herausforderungen zu bestehen ist und wie es weitergeht. Und dann auch konkrete ähnliche, wie soll ich sagen, Sorgen und Vorschläge, die Bürokratie bei der Wirtschaft und der Last der Wirtschaft angehen oder auch das Thema Fachkräftemangel, das wiederholt sich natürlich an vielen Orten in Deutschland. Aber es gab jetzt auch schon eine besondere Atmosphäre, fand ich. Es war eine neugierige Zugewandtheit, so würde ich es beschreiben. Der Besuch des Vizekanzlers, ein Kontrastprogramm. Draußen lautstarker Protest, drinnen dagegen ein ruhiger Dialog.